Hallo zusammen, ich bin's Raphael. Ich zeige euch heute das lettische Gambit. Das lettische Gambit wurde benannt nach der Heimatstadt von Karl Beting. Hier mal ein Foto von ihm. Anfang des 20. Jahrhunderts hat er diese Eröffnung analysiert und deshalb hat man es dann nach seinem Wohnort Riga lettisches Gambit genannt. Und es ist eigentlich schon länger bekannt. Also auch Greco im 17. Jahrhundert, der hat auch schon diese Öffnung untersucht. Aber den Namen hat es im Grunde dann nach Karl Beting bekommen. Auch im Englischsprachigen, da sagt man vielleicht auch mal Greco Counter Gambit oder sowas, aber eigentlich auch eher Latvien Gambit. Wie sieht es aus? Also, wir sind normal in der Königsbauernöffnung und zwar im Königsspringerspiel. Und die typischen Verteidigungen hier, also der Bauer ist ja angegriffen hier, für Schwarz wären, okay, du greifst den Bauern an, dann decke ich ihn eben. Und jetzt kommt Läufer C4, italienisch oder Läufer B5, Spanisch oder auch irgendwas anderes. Ganz normales Spiel. Man könnte auch sagen, okay, ich decke den Bauern mit D6. Das wäre jetzt die Philidor-Verteidigung, die ist aber doch ein bisschen, sagen wir mal, passiv. Und unser Läufer ist ziemlich traurig hier, weil wir ihn eingesperrt haben. Aber ist auch gut spielbar, eine gute Verteidigung für Schwarz. Und was noch sehr beliebt ist, ist, du greifst meinen Bauern an. Naja, gut, greife ich deinen Bauern an. Die russische Verteidigung, auch sehr beliebt. Und auf diese Antworten wartet im Grunde Weiß. Also eins von den drei, da wird er darauf vorbereitet haben, da wird er was wissen. Aber hat er sich auch darauf vorbereitet? Das ist jetzt das lettische Gambit. Bauer F5. Greift sofort den Zentrumsbauern an hier. Wenn man es schafft, versucht man einen Randbauern gegen einen Zentrumsbauern zu tauschen. Das ist so das Ziel. Und die F-Linie zu öffnen. Und vielleicht kennt ihr diese Idee. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Also, kennt ihr die Eröffnung für Weiß? Das ist das Königsgambit. Und das Königsgambit ist sehr lange sehr beliebt gewesen, ist heute noch im Amateurbereich sehr beliebt, weil das ganz scharfe Varianten gibt, weil Weiß dann ganz scharfen Angriff hinbekommen kann. Und der Plan ist im Grunde, ich möchte gerne Läufer Springer entwickeln, Rochade machen und dann habe ich den Turm hier gleich auf der F-Linie zum Angriff. Und das kann wirklich sehr gefährlich werden. Und das ist jetzt die gleiche Idee mit Schwarz. Wenn man es schafft, die Leichtfiguren zu entwickeln, kurze Rochade zu machen, den Bauern hier abzutauschen gegen einen Zentrumsbauern, dann habe ich im Grunde alles, wovon ich träume. Und das ist so die Idee. Ihr wisst vielleicht, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich bin kein so großer Fan von Gambits, Gambit-Eröffnung. Und das lettische Gambit hat auch nicht den besten Ruf. Also es ist ein bisschen dubios. Und man kann sich das schon ein bisschen herleiten davon, das Königsgambit ist schon so ein bisschen kritisch. Also wenn Schwarz sich gut auskennt, verliert Weiß hier einfach einen Bauern, er schwächt seine Königsstellung. Und wenn ich jetzt das gleiche spiele, was mit Weiß schon nicht so super toll ist, wenn ich das mit Schwarz spiele, dann könnt ihr euch vorstellen, das ist noch schwieriger. Weil Weiß hat ja immer eine Figur mehr im Spiel als wir mit Schwarz. Das heißt, wir wollen hier einen Angriff machen, wir wollen aktiv werden, wir spielen ein Gambit.
Ja, aber Schwarz entwickelt hier immer mehr. Weiß hat hier immer mehr Figuren im Spiel und Schwarz muss immer erstmal versuchen, den Ausgleich hinzubekommen. Also, allein aus der Überlegung merkt er schon, okay, das kann ein bisschen schwierig werden. Schauen wir uns mal an, vielleicht ändern wir ja noch unsere Meinung. So, musst du kurz Pause machen, draußen war es laut. So, vielleicht ändert ihr ja noch eure Meinung und werdet doch Fan und sagt, okay, das sind Stellungen, die finde ich interessant, die würde ich doch gerne spielen. Es sind, ich sage es, hier gibt es drei Hauptfortsetzungen. Für Weiß es sind ziemlich viele Stellungen. Es sind viele Varianten, die ich euch hier zeigen werde. Lasst es einfach mal über euch ergehen. Seid offen, schaut es euch an. Schaut, ob das eurem Stil entspricht, ob es interessant ist. Vielleicht nehmt ihr auch bloß die Sachen für Weiß mit und sagt, okay, jetzt weiß ich, wie ich vorgehe, wenn der Gegner es gegen mich versucht. Schauen wir einfach mal. Und hinterher guckt das Video einfach nochmal an oder schaut euch diese Studie an. Ich verlinke diese Studie wie immer in der Beschreibung unten. Könnt ihr dann draufklicken und dann schaut euch die Varianten einfach in eurem Tempo an. In eurem Tempo klickt es durch, macht die Schachengine an, probiert Züge aus, probiert Varianten aus. Und dann braucht ihr sicherlich, wenn ihr spielen wollt, auch ein bisschen Praxis und müsst es mal ausprobieren, damit ihr auch mal seht, was für Züge gibt es noch, was kann passieren. Und habt also jetzt, lasst euch nicht irritieren, wenn jetzt hier eine Variantenflut kommt. Ihr schafft das. So. Die Hauptfortsetzung für Weiß ist, er schlägt einfach den E-Bauern. Und jetzt sehen wir schon so ein bisschen die Gefahr, die hier droht. Diese kurze Diagonale zum König haben wir einfach durch F7, F5 geschwächt. Das heißt, das ist schon gefährlich. Wenn wir jetzt hier irgendwie so einen Zug machen, der gar nicht so schlecht aussieht, aber nicht gut ist, wie D6, dann haben wir hier plötzlich die Dame drin stehen mit dem Schach. Und wenn wir jetzt sagen, okay, gut, ich gehe mal einfach mal mit dem König raus aus dem Schach, dann müsst ihr mir jetzt den besten Zug für Weiß sagen. Macht auch immer ein bisschen Pause, wenn ihr es nicht gleich seht. Hier wird die Partie schon zu Ende, weil das ist schon matt. Das heißt, das wäre jetzt nicht so toll, wenn wir unser lettisches Gambit auspacken, um den Gegner zu überraschen und dann haben wir in 5 Zügen verloren. Also, wir können nicht mit dem König weg, wir müssen den Bauern dazwischen stellen. Aber hier gibt es jetzt wieder einen sehr guten Zug für Weiß. Mal sehen, ob ihr auf den kommt. Er hängt mit einer Fesselung zusammen und es ist so ein typisches Motiv, das man oft sieht. Ich zeige es jetzt mal. Wir können den einfach wegnehmen als Weißer. Und wenn wir zurückschlagen, der Bauer, verlieren wir den Turm. Ein ziemlich typisches Motiv. Das Beste für Schwarz ist ja eigentlich schon fast den Turm herzugeben. Es gibt aber tatsächlich Schwarzspieler, die hier bewusst in solche Stellung spielen, mit der Idee, okay, jetzt kriege ich mal meinen Angriff. Mal sehen, was passiert. Mal sehen, ob Weiß überall die besten Antworten findet. Greifen mal die Dame an. Und das sind jetzt alles so ziemlich scharfe Züge, aber sie sind auch alle sehr offensichtlich. Und die Antwort ist auch offensichtlich für Weiß. Und dadurch ist es kein großes Problem. Ich meine, die Dame ist angegriffen, die Dame muss weg. Also geht sie einfach mal weg. Der Turm greift den Springer an. Ja gut, dann tauscht sie der Springer einfach weg. Der Turm greift die Dame an. Also gut, gehe ich mit der Dame weg. Es kommt ein Schach, also stelle ich was dazwischen. Also ihr seht, es ist schon aggressiv gespielt von Schwarz, aber die Antworten für Weiß sind zu einfach. Noch ein Angriff. Ja, wie kann das Weiß verteidigen? Jetzt seid ihr mal dran. Ich sage, es ist ganz einfach, da müsst ihr auch drauf kommen. Also, Schwarz greift was an. Was macht ihr? Ihr deckt es. Jo. Und jetzt ist, brauchen wir es nicht weiter gucken. Also, Weiß steht hier locker auf Gewinn. Und der Angriff und Schwarz ist verpufft.
Gehen wir zurück. Das heißt, diese kurze Diagonale müsst ihr im Blick behalten. Wenn ihr die nicht im Blick behaltet, kann es ziemlich schnell unangenehm werden. Was Schwarz in dieser Stellung auch spielen kann, was gerne versucht wird, ist Springer C6. Und die besten Fortsetzungen für Weiß sind jetzt entweder D4 oder wieder das Damenschach. Und das können wir uns mal anschauen. Wir machen wieder das Damenschach. Inzwischen wisst ihr, König wegziehen ist nicht so gut. Also Bauer dazwischen. Ihr wisst auch, den kann man wegnehmen. Und wenn ich jetzt eben zurückschlage, verliere ich den Turm. Das heißt, ich greife die Dame an. Und wir haben im Grunde das gleiche wie vorher. Ihr merkt, es ist wirklich die gleiche Variante wie vorher. Es gibt bloß einen Unterschied. Und dieser eine Unterschied ist, wir haben schon hier einen Springer im Spiel. Und das kann gleich noch entscheidend werden. Also, wir gehen mal den gleichen Weg wie eben. Schwarz macht wieder Radau. Sagt, gibt das Schach. Und jetzt merken wir, dieser eine Unterschied, dass wir den Springer schon auf C6 haben, der bewirkt was. Der macht es tatsächlich scharf jetzt. Ich will nicht sagen, dass Schwarz hier besser steht, aber plötzlich wird es unangenehm für Weiß. Den Springer kann ich Weiß nicht decken. Er wird jetzt die Rochade machen und schlagen wir mit Schach. Aber jetzt haben wir plötzlich vielleicht, wenn wir Weiß gespielt haben, zwar sozusagen den besten Computerzug gemacht, aber irgendwie psychologisch Schwarz was gegeben. Und deshalb, wenn ich jetzt hier für euch einen Tipp geben soll als Weißer, würde ich sagen, man muss nicht immer den besten Zug spielen. Man kann auch einfach mal sagen, okay, ich spiele mal vielleicht den zweitbesten Zug oder drittbesten Zug. Und das wäre hier einfach zu tauschen. Warum nicht einfach simpel spielen. Simpel, aber gut. Und ich meine, wir haben immer noch einen Bauern mehr als Weißer jetzt. Wir können unsere Figuren ganz logisch entwickeln. Was will ich mehr von einer Öffnung? Wenn ich Weiß spiele und eine Öffnung auswähle und mir sagt vorher einer, okay, du hast einen Bauern mehr, stehst besser, kannst deine Figuren leichter entwickeln. Ja, super, mache ich. Da überlege ich gar nicht, das mache ich. Und das habt ihr hier genau. Das heißt, man muss auch nicht immer den besten Zug spielen. Man kann auch einfach mal einen einfachen Zug spielen, der aber auch Vorteil bringt. Gut. Zwei nicht so tolle Züge haben wir hier durch für Schwarz. Auch Springer F6 finde ich jetzt nicht so toll. Natürlich, klar, er deckt jetzt das H5 ab, also da wird jetzt keine Dame reinkommen erstmal. Er greift den Bauern an, noch ein Vorteil. Allerdings, wir haben doch jetzt hier so ein bisschen Probleme auf F7. Der Springer kann da reinkommen, der Läufer kann da reinkommen. Und wir können es auch nicht wirklich sinnvoll verhindern. Wir versuchen als Schwarzer Gegenspiel zu bekommen mit der Dame. Aber ist das etwas, was man jetzt spielen möchte als Schwarzer? Also Weiß hat den Angriff. Also wir spielen das Gambit und Weiß hat alle Trümpfe. Das kann jetzt auch nicht der Sinn sein. Also hier ist natürlich Weiß besser. Er kann die Rochade spielen, er kann hier zum Beispiel einen Schach geben, dass unser König rüber muss und aus der Mitte nicht mehr rauskommt. Also ich halte das nicht für einen empfehlenswerten Zug. Das heißt, was ist denn hier der Zug, den wir uns merken müssen, wenn wir das lettische Gambit spielen wollen? Und der Schlüsselzug, den ihr euch hier in der Hauptvariante merken müsst, ist Dame F6.
Das ist der Schlüsselzug, den müsst ihr behalten. Weil der deckt jetzt hier G6, also da droht jetzt kein direktes Schach mit irgendwelchen Problemen, er greift den Springer an. Das ist der Schlüsselzug, den merkt ihr euch. Weiß deckt seinen Springer, wir greifen ihn an und vertreiben ihn. Unser Plan war ja, F-Linie öffnen, Randbauer gegen Zentrumsbauer tauschen, also schlagen wir den Bauern. Haben jetzt aber ein bisschen Probleme, diesen Bauern zu verteidigen, also ist ein bisschen schwierig. Und unsere Dame steht hier trottelig irgendwie unseren eigenen Figuren im Weg, weil unser Springer kommt nicht raus. Der Läufer ist jetzt hier auch blockiert. Das heißt, der beste Weg jetzt den Bauern zu decken ist, die Dame rüberzuziehen. Und das ist jetzt wirklich so ein Multifunktionszug, weil die Dame hat jetzt erstmal dieses Feld freigemacht hier. Das heißt, die Leichtfiguren können sich wieder entwickeln. Er deckt den Bauern und er greift auch noch hier den G2-Bauern von Weiß an. Und das macht seinen Läufer hier auch schlecht, weil der Läufer kann jetzt nicht weg, weil er den Bauern decken muss. Und dieser Damenzug hier, Dame G6, der hat was. Und das ist wirklich jetzt schwierig für Weiß, was Gutes zu finden. Es ist so gut, dass er sagt, okay, dann tausche ich eben den Bauern. Wir nehmen das an. Und in dieser Stellung mal so nebenbei mal ein kleiner Hinweis. Also man muss nicht jeden Bauern, den man sieht, wegnehmen. Man sollte auch mal ein bisschen überlegen. Also nicht immer, oh, das ist ein Bauer, ich schlag den. Weil, was ist der beste Zug für Weiß? Richtig. Und jetzt findet man ein Feld für eure Dame. Es gibt keins mehr. Das heißt, da wäre eure Dame in die Falle getappt. Dieser Bauer hier oben ist tabu. Gar nicht dran denken. Generell immer kritisch sein, wenn da irgendwo ein Bauer stehen bleibt, den man einfach wegnehmen kann. Ob das wirklich sicher ist. Also wir sollten mal entwickeln. Weiß entwickelt auch, greift unsere Dame an. Steht jetzt direkt vor der Rochade. Und das Beste hier für Schwarz ist zu versuchen, die Damen zu tauschen. Weiß kann das tatsächlich machen, aber warum soll jetzt Weiß, also könnt tauschen oder Rochade machen, aber warum soll Weiß hier die Dame tauschen? Dann hilft er nur Schwarz bei der Entwicklung seiner Figuren. Das Beste hier für Weiß ist, den Tausch nicht einzugeben, sondern Schach zu sagen. Schwarz blockiert. Weiß hat jetzt die Rochade geschafft. Und hier hat Schwarz jetzt ein Problem, aber Schwarz würde ja auch, also wir würden ja auch gerne die Rochade spielen, dass wir unseren Plan vollenden. Das Dumme ist bloß, wir können es nicht, weil wir die Figur verlieren. Das heißt, unser eigentlicher Plan, Rochade zu machen, die F-Linie zu öffnen, dort einen Angriff zu haben, es funktioniert nicht. Wir hängen mit dem König in der Mitte fest. Und das ist natürlich auch etwas, weshalb diese Öffnung so ein bisschen als dubios erachtet wird, weil in der Hauptvariante wir einfach das, was wir gerne wollen, nicht erhalten. Was können wir machen? Wir könnten gleich kapitulieren und sagen, wir gehen mit dem König rüber. Hier droht ja auch so ein bisschen der Springer reinzukommen. Wir können auch nochmal verzweifelt versuchen, nochmal die Damen zu tauschen. Großmeister, das wäre hier so der Theoriezug aus dem Lehrbuch, die würden hier Dame H5 spielen. Dame versucht auch so ein bisschen die fünfte Reihe zu kontrollieren. Der Springer kommt hier trotzdem rein, denn was passiert, wenn wir den schlagen? Seht ihr es? Also es ist immer gefährlich, eine Figur in so einen Abzug reinzustellen. Wenn diese Figur wegziehen kann mit einem zwingenden Zug, dann haben wir ein Problem. Das war jetzt vielleicht schon zu viel Tipps. Also der Springer kann mit Schach weg. Wir müssen schlagen und wir haben die Dame verloren und können das Spiel eigentlich aufgeben. Das heißt, die Dame kontrolliert jetzt hier zwar die fünfte Reihe, aber so wirklich in diesem Fall dann doch nicht. Und jetzt decken wir den Bauern mit dem Springer.
in der Hoffnung, doch noch irgendwie zu Daruhades zu kommen. Aber unser König hält einfach in der Mitte fest und Weiß hat so viel Entwicklungsvorsprung. Wir sind so eingeengt, dass Weiß hier ganz locker, flockig, langsam einfach seine Stellung verbessern kann. H3 spielen, A4 spielen, den Springer decken. Also es ist relativ einfache Stellung für Weiß, klarer Vorteil. Und das ist im Grunde die Theorie, die Hauptzüge in der Hauptvariante. Das heißt, wenn man da jemanden überraschen will mit dem lettischen Gambit und endet dann in so einer Stellung oder sitzt jemand gegenüber, der sehr gut vorbereitet ist mit Weiß. Gute Nacht. Schauen wir uns mal an, was noch so gibt. Also, eben hatten wir angeschaut, Springer schlägt. Und an dieser Stelle, das habe ich glaube ich eben nicht gezeigt, könnte man sich mal überlegen, der Springer geht auch sofort weg. Wäre auch eine Idee. Dann schlagen wir, weil das war ja unser Plan. Und hier können wir jetzt nach F7 gehen und hier den Platz freimachen für die Entwicklung der Figuren. Und Weiß sollte jetzt nicht auf die Idee kommen, hier schlagen zu wollen, weil dann hat Weiß ein Problem, denn jetzt zeigt das lettische Gambit doch mal ein bisschen die Zähne. Und umso weiter wir jetzt mit den Varianten kommen und umso weiter wir weggehen von diesen Idealzügen von Weiß, werden wir sehen, ups, da ist doch so ein bisschen was ist da doch in der Luft im lettischen Gambit. Also, Weiß kann nicht schlagen. Und dann hätten wir so eine Stellung. Das ist jetzt von der Art ganz, ganz anders als eben. Also wenn der angegriffene Springer hier sich gleich zurückzieht. Vorhin hatten wir gedeckt. Diesmal ging er weg. Dann kommen wir in eine andere Stellung. Aber vom Grundtenor ist das natürlich auch besser für Weiß. Weiß hat seine Figuren entwickelt, steht vor der Rochade. Unser König steht noch in der Mitte rum. Also das ist natürlich auch Entwicklungsvorsprung und angenehm für Weiß. Aber wir haben schon eben ein bisschen gesehen mit der Bauerngabel. Wir kommen langsam in den Bereich, wo es schon ein bisschen Spaß bringt. Mit unserem Gambit. Gut, das war der Hauptzug. Wir schauen uns den nächsten an und das ist das akzeptierte Gambit. Das heißt, Weiß schlägt jetzt tatsächlich. Und jetzt müssen wir natürlich wieder auf so ein bisschen hier auf unsere kurze Diagonale jetzt erstmal nicht so aufpassen, weil der Springer ja hier auch noch im Weg steht. Die Dame kann da nicht direkt hin. Und so ein Schlüsselzug hier ist, E4 zu spielen. Das heißt jetzt nicht irgendwie was hier zu decken den Bauern, sondern mit den Bauern Raum gewinnen, Weiß versuchen einzuschränken. Das heißt, wenn wir eben den Schlüsselzug in der Hauptvariante Dame F6 hatten, dann ist das jetzt der Schlüsselzug, dass wir ihm jetzt hier gleich vorrücken. Und jetzt hüpft der Springer rein, so wie vorher, hat aber keinen Bauern gewonnen dadurch. Und jetzt ist eben die kurze Diagonale wieder offen. Und hier wird es jetzt sehr, sehr taktisch. Mit vielen Varianten. Ich versuche es so übersichtlich wie möglich zu halten. Wir decken mit dem Springer das kritische Feld und decken gleichzeitig unseren Bauern. Und jetzt kommt das Schach. Und das können wir jetzt nicht mit G6. Man könnte ja sagen, okay, ich mache das mit G6 und so, weil mein Turm ist jetzt ja hier nicht gefährdet. Da ist ja keine Dame, ist ja bloß ein Läufer. Aber das ist alles zu schwierig und zu riskant. Und da kann man ja fast aufgeben. Dame ist schon wieder weg. Also da findet man auch keine besseren Züge. Also man kann schon andere Sachen funktionieren, aber es probieren, aber es ist alles schlecht. Also in der Situation
kein G6, kommt noch nicht mal auf die Idee, lasst es, spielt den König rüber. Und jetzt habt ihr eben hier diese Schwäche F7, wo der Springer reinhüpfen kann. Wir versuchen ihn zu vertreiben, aber er kommt natürlich reingehüpft. Und sobald er drin ist, müssen wir natürlich die Dame retten. Wir fesseln ihn nicht wirklich, aber wir greifen indirekt den Läufer an. Und wenn Weiß jetzt sagt, okay, ich schlage den Turm, habe ich einen Turm, ist ja ganz schön. Habe ich eine Qualität gewonnen, also einen Turm gewonnen für einen Läufer. Dann ist hier der Darmtausch erzwungen. Aber wenn wir uns diese Stellung mal anschauen, na klar, wir haben jetzt schon die Qualität verloren. Turm verloren für einen Läufer. Aber der Springer kommt da ja gar nicht wirklich raus, aus der Ecke. Das heißt, hier haben wir plötzlich eine Stellung, da hat sich das Gambit total ausgezahlt. Also hier stehen wir jetzt besser. Wenn wir den Springer gewinnen, haben wir zwei Figuren für einen Turm. Also, ich hab euch eben gesagt, also jetzt kommen langsam die Varianten, wo das Gambit Spaß macht. Das heißt, Weiß darf hier nicht sofort schlagen. Aber das muss man erstmal wissen, oder da muss man erstmal drauf kommen. Und der beste Zug für Weiß oder die bessere Variante ist hier, dass man den Läufer deckt und damit einfach diesen Damentausch verändert. Und jetzt kann man sich diesen Turm holen als Weißer. Und hier sollte man als Schwarzer jetzt nicht versuchen, den Springer zu retten. Wenn wir versuchen, den Springer zu retten, dann ist das hier einfach zu viel Druck auf unsere Königstellung. Also wir können noch mal ein paar Züge machen. Aber das, ich meine, der Computer sagt, das ist so ein ganz seltsames dynamisches Gleichgewicht, das passt schon alles. Also jetzt haben wir die Qualität weniger als Schwarzer und sollen das spielen mit unseren ganzen Figuren auf der Grundreihe und dem unsicheren König. Also das ist nichts, was wir spielen sollten. Also wir sollten diesen Springer einfach hergeben. Entwickeln, hergeben. Und jetzt haben wir hier den Druck auf die Königstellung ein bisschen raus, weil wir die jetzt hier eben nur noch einen Bauern haben. Der Springer ist in der Ecke, sagen wir mal, gefangen. Und wenn wir den zurückbekommen, hat Weiß eben die Qualität mehr. Also wenn wir den Springer bekommen, hat Weiß im Grunde einen Turm für einen Läufer. Das ist so. Ist es auch ausgeglichen, dynamisch irgendwie. Der Computer sagt da schon, dass es ausgeglichen. Aber das hier könnte man im Grunde mit seinem Gambit zufrieden sein. Also wirklich, das wäre schon was, das wäre ein Erfolg jetzt. Für Schwarz. Oh, ich habe eben gesagt, es war ein Erfolg für Schwarz. Also, wirklich, wenn wir uns von dieser Hauptvariante entfernen, merken wir plötzlich, oh, das lettische Gambit hat doch ein bisschen Zähne. Es gibt noch eine Spielweise, die wollte ich euch auch noch zeigen. Und zwar kann ja auch Weiß sagen, okay, du willst mich hier überraschen, ich überrasche dich auch. Und das ist natürlich oft in so einem Spiel auch denn so ein richtiger Schlag in die Magengrube. Man selber bereitet was vor, sagt, ah super, ich habe mir das lettische Gambit angeguckt. Und dann kriegt man hier plötzlich so ein D4 von Latz und merkt, ups, der andere ist auch gut vorbereitet. Und das ist jetzt eben der Versuch von Weiß, wirklich Schwarz auf den falschen Fuß zu erwischen. Wir hatten vorhin schon einen Schlüsselzug mit Dame F6. Wir hatten in der zweiten Variante den Schlüsselzug
E4 vorzurücken mit den Bauern. Und hier gibt es auch einen Schlüsselzug und der deckt sich eben mit der typischen Idee. Die Idee war ja, wir spielen dieses lettische Gambit, um einen Randbauer gegen den Zentrumsbauer zu tauschen, um die F-Linie zu öffnen. Na, warum machen wir es denn nicht? Also hier ist der Schlüsselzug, wirklich E4 zu schlagen. Der Springer kommt wieder rein, das Motiv kennen wir jetzt schon. Wir decken dieses Feld und decken den Bauern. Und jetzt kommen die ganzen Motive, die wir vorher hatten, auch schon wieder zum Tragen. Also Läufer E2, vielleicht mit der Idee, hierhin zu gehen. Läufer C4, um hier den F7-Punkt anzugreifen mit den Gabeln. Man kann es auch anders spielen. Man kann auch sagen, okay, ich spiele Springer G4, um hier so den Tausch zu erzwingen. Das sind so beste Computerzüge. Aber wenn Weiß Schwarz überraschen will, wenn ihn auf dem falschen Fuß erwischen will, dann kann er jetzt hier nicht mit sowas weitermachen, sondern der hat da wirklich einen Plan, er hat ein Ziel, wo er hin will. Und das Ziel sehen wir jetzt. Er tauscht, kommt jetzt mit dem Schach. Wir können nicht weg, sonst sind wir wieder weg. Wir können nicht weg mit dem König, sonst sind wir wieder matt. Sondern wir müssen es blockieren. Jetzt opfert Weiß den Springer und das ist jetzt wirklich ein Opfer, weil den Turm können wir ja nicht schlagen, der ist durch den Läufer jetzt gedeckt. Oder Weiß kann den Turm jetzt nicht schlagen, weil wir ihn mit dem Läufer gedeckt haben. Aber er holt sich noch hier einen zweiten Bauern mit Schach. Wir müssen weg. Es droht das Matt. Wir decken das Matt mit der Dame. Und wenn wir uns diese Stellung jetzt anschauen, dann verstehen wir vielleicht, was der Plan war von Weiß mit diesem Gegengambit. Der Plan war, klar, Weiß hat eine Figur geopfert. Er hat eine Figur weniger jetzt. Aber er hat dafür zwei Bauern. Und diese zwei Bauern, die er hat, sind sogar Freibauern. Das heißt, wenn er jetzt Springer C3 spielt, lange Rochade spielt, dann sind seine Bauern hier auf der H- und G-Linie am Laufen. Und wir müssen erstmal sehen, dass wir unsere ganzen Trantüten hier von der Grundreihe wegbekommen. Das heißt, ein Computer, der sagt, hier schwarz besser, Figur mehr, super. Ich als Mensch und ich sage es euch und bitte glaubt mir das, sehr schwer zu spielen für Schwarz. Also wirklich sehr schwer zu spielen. Endet denn wahrscheinlich mal daran, dass man tatsächlich die Figur zurückgeben muss für die Bauern. Und vor allen Dingen Weiß, wenn er in diese Variante reinspielt, dann wird er da auch gut vorbereitet sein. Trotzdem, also gute Remis-Chancen habt ihr da schon auch in dieser Variante. Also es ist keine Geheimwaffe, ihr habt eine Figur mehr. Macht was draus. Ja, damit können wir auch schon ein Fazit zeigen, bevor ich euch noch gleich eine Variante zeige, in der das lettische Gambit denn rocken wird. F5 ist ein dubioser Zug, keine Frage. Es ist eine Überraschungswaffe für Schwarz. Wenn es eine klassische Partie ist mit langer Bedenkzeit, dann ist es schwierig. Wenn Weiß ein Spieler ist, der gut vorbereitet ist und hier den Bauern schlägt, wird es auch schwierig. Aber die Stellung, die ich euch hier gezeigt habe, die sind alle sehr taktisch, alle sehr schwierig. Und spielt Weiß wirklich immer diese besten Theoriezüge, die ich euch hier gezeigt habe? Das ist doch auch nicht wahrscheinlich. Und ihr habt gesehen, bei den Nebenvarianten, die ja hier auch ganz normal sind, wie zum Beispiel den Bauern zu schlagen, oder vielleicht auch so ein wildes Gegengambit zu spielen, da steht ihr nicht so schlecht als Schwarzer. Und deshalb überlasse ich das Fazit ein bisschen euch selber, ob euch diese Stellung gefallen hat. Ihr müsst es zwangsläufig euch mit der Theorie beschäftigen. Klickt auf den Link, schaut euch die Studie an. Ihr müsst es definitiv ausprobieren, weil richtige Gegner werden andere Züge spielen, als die ich euch hier zeige. Und dann werdet ihr eine eigene Meinung davon haben.
Und jetzt schauen wir uns noch mal einmal an einen anderen Zug, den Weiß auch gerne hier spielt. Das wäre nämlich Läufer C4. Und Plan war ja, F-Linie öffnen, Randbauer gegen Zentrumsbauer tauschen. Das machen wir jetzt. Und jetzt kommt der Springer hier rein. Alles sieht recht gefährlich aus. Aber was ist jetzt gefährlicher? Wenn jetzt der Springer hier reinhüpft mit der Gabel auf die Dame und den Turm, schlagen wir oben. Der Turm muss sich erstmal retten. Und die nächsten Züge von uns sind jetzt Springer F6 oder D5. Und der weiße König steht hier ziemlich unsicher. Und das werden wir jetzt auch mal sehen. Also jetzt spielen wir mal D5. Und wenn der Läufer sich verleiten lässt, von der Bewachung dieses Feldes wegzugehen und denkt, jetzt habe ich was gewonnen, dann sagt ihr mir jetzt mal den besten Zug für Schwarz. Und wenn ihr findet, seid ihr vielleicht plötzlich auch begeistert und sagt, lettisches Gambit, probiere ich mal aus. Der Zug, der hier gewinnt, ist Läufer G4. Und da sieht man eben, Weiß spielt nicht immer die besten Züge, Weiß kennt nicht immer die besten Züge, und wenn ich mit so einer Überraschungsvariante komme, kann ich eben auch ganz schnelle, tolle Angriffssiege einfahren. Meine Warnung, wenn die Hauptvariante schon so gut ist für den Gegner, sollte man sich überlegen, ob man es in einer ernsthaften Partie wirklich anwenden will. Aber wenn ihr Spaß haben wollt, ist das vielleicht, ja, eure Wahl. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.